Komm, du hast kein Schwert, oder? Doch, du hast ein Schwert. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Hä? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Und ja, heute gibt es ein neues Format, und zwar One Out. In diesem Format werde ich in jeder Folge ein Item rausstreichen. Heute ist es der Endstone, und in jedem Video wird es also immer kniffliger und immer schwieriger, eine Runde zu meistern. Ich werde auch nur gewonnene Spiele hochladen, natürlich auch Fails, aber das ist, also das Ding ist erst gewonnen bzw. abgeschlossen, eine Folge, sobald ich einen Win damit erzielt habe. In Addition dazu kann ich noch eine Runde dazu schneiden. Kommt darauf an, wie lange die Runden davor waren. Also Leute, es geht jetzt auch nicht darum, dass ich das nicht einkaufe, sondern dass ich es nicht benutze. Also wenn ich Endstone im Inf habe, habe ich nicht verloren oder was weiß ich. Ich darf es einfach nicht benutzen. Wenn ich es verwenden sollte, dann ja, muss ich mir irgendeine Bestrafung ausdenken oder die Challenge ist abgebrochen. Mal schauen, aber auf jeden Fall werde ich es nicht benutzen. Ich habe da extra noch so einen... ja, so eine Textur drum, dass ich auf jeden Fall weiß, Achtung, Steini nicht benutzen. Ja, einfach damit ich nicht so dumm bin und dann irgendein Item doch benutze, was ich rausgestrichen hatte ursprünglich. Das Ganze wird in 8x1 praktiziert. Bedeutet, Leute, ihr werdet das Ganze nur in 8x1 sehen. Umso spannender ist es dann, weil da echt viele Schwitzer momentan noch sind. Und ja, Leute, noch kann ich es genießen, dass ich schönes Essen oder Eisen benutzen kann, denn es wird später irgendwann schwierig. Ich werde das Ganze so machen, dass ich irgendwann nur noch Blöcke benutzen darf. Also das ist dann sozusagen das Endlevel. Seid gespannt. Ihr könnt mir in die Videobeschreibung, in die Kommentare schreiben, welches Item ihr als nächstes raus haben wollt. Dann schreibt einfach Hashtag OneOut und dann den das Item. Leute, sagen wir, ich bringe Tag A ein normales Video. Sprich, kein OneOut, sondern ein normales Taming-Video bzw. normales Bad Boss-Video. Dann bringe ich an Tag B ein One-Out-Video, an Tag C wieder ein normales Video und dann, also additional, falls das irgendwie zu wenig Kommentare geschrieben werden dazu, werde ich... Oh, mein Bett war weg! Leute, wo ich eben unterbrochen wurde, was ich sagen wollte, war, dass ihr einfach Hashtag OneOut und dann ein Item in die Kommentare schreiben könnt oder noch einen Kommentar zu dem Format, wie ihr es findet, schreibt es einfach mal alles rein und oben rechts könnt ihr abstimmen, was ich als nächstes für ein Item rausnehmen soll. Nicht wundern, Leute, die Infokarten werden bei mir manchmal nicht direkt gesetzt und erst anderthalb bis zwei Stunden später da sein. Deswegen einfach dann nochmal ins Video gehen und nochmal draufklicken. Jetzt nicht Geld gar hier rüberkommen oder so, aber ja, manchmal sind die Infokarten einfach nicht direkt da, so dass ich das nicht direkt zum Voting freigeben kann. Oh Gott, Leute. Okay, jetzt wird's richtig schwierig. Okay, wir haben ihn, Leute, das war nochmal sehr, sehr lucky, aber auf jeden Fall hatte der Busy an, das haben wir auf jeden Fall gesehen, aber wir haben ihn, Leute. Und nochmal eine Frage, findet ihr es nice, dass ich jetzt Daily bringe? Ich meine, ich habe das auch irgendwann vorgehabt, nur schulisch gesehen war das einfach nie möglich. Jetzt werde ich auch ein bisschen vorproduzieren in den Wochenenden, sodass mir das auch nicht irgendwie in die Quere kommt während der Schulzeit, dass ich da genug Zeit habe unter der Woche und dass ich dann am Wochenende immer vorproduziere, sagen wir es mal so. So, Leute, es leben noch zwei, ich kann mal, obwohl, nee, ich entnick mich nicht. Ich will das echt gewinnen, Leute, das ist für mich, naja, schon relativ wichtig. So, okay, der Typ will, aber der will nicht sterben, aber jetzt haben wir ihn. Ja, yeah, nice. Okay, gut. Gut, Leute. Bett habe ich und er ist auch unten. Leute, er ist schlau. Er ist sehr schlau. Aber wir haben es noch mal irgendwie gesaved. Gut, da ist er. Ah, komm. So, wir haben ihn runter, oder? Nice, er ist unten. Jetzt können wir rüber rushen. Jetzt stacke ich mich mal. Und MLG gleich, damit es auch, damit das Ganze safer Win für mich sein kann. Und da sind wir hier. Aber irgendwie haben wir zwei Cobwebs drin. Das ist nicht gut, Leute. Nein, 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 nein. Nein. Hä? Wie sollen wir es denn gewinnen? Wir können es gar nicht gewinnen, was zur Hölle? So, Leute, nochmal ein letzter Versuch, hoffentlich schaffen wir es. Es war ja extrem ärgerlich, dass es eben Double Cobweb war. Normalerweise, Leute, würde ich jetzt hier mit diesem Endstone mein Bett einbauen, mache ich aber diesmal nur mit Sandstone. Wie gesagt, weil ich es eben ausgestrichen habe schon. So, dich haben wir und runter und Bett holen. Nice, den haben wir. So, jetzt müssen wir aufpassen, weil der Typ ist da oben. Bedeutet, der wird uns stompen. Bedeutet, wir stacken uns mal ein bisschen hoch. Jo, das sieht doch gut aus. Ist er tot? Ja, er ist tot. So, zack. Und sein Bett ist auch nicht eingebaut. Nice.
Leute, unser Bett ist weg, wir wurden mal wieder getargetet. Bedeutet, wir müssen schon wieder aufpassen, dass wir nicht sterben. Und ich fail sowieso schon beim Fastbitchen, da ich da irgendwie, ich glaube, das war letztens vor ein paar Wochen, habe ich wieder angefangen, aktiv BW zu spielen. Und seitdem bin ich mal wieder aus dem Fastbitchen raus. Aber Leute, wir kriegen das mit diesem Format sowieso hin, weil wir da eh mehr reinschwitzen müssen. Leute, wir holen uns mal eben ein Schwert, da ich das jetzt echt nicht verlieren will. Und naja, ich habe echt mal keine Lust jetzt zu verlieren. Noch können wir die Heilung benutzen und noch können wir Schwerter und Eisen benutzen. Bald wird das eben nicht mehr der Fall sein und dann sind wir echt tot. So Leute, wir kommen mal von oben. Vielleicht werden wir ihn noch töten, beziehungsweise die beiden. Erstmal annicken, damit sie sich noch ein bisschen ärgern. Der Typ ist da unten. Komm, du hast kein Schwert, oder? Doch, du hast ein Schwert. Nein. Oh. Oh mein Gott. Ja, ich hab ihn noch. Oh mein Gott, wir sind so low, ne? Wir sind so low. Nein, 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 nein. Nein, wir müssen weg, wir müssen weg. Wir müssen weg, Leute. Das wird jetzt mal übel intens. Denn Leute, ihr habt es eben gesehen. Er hatte ein Schwert. Wir müssen uns wegsticken. Und wir haben ihn getötet. Und dann würde ich sagen, Leute, das war's mit der ersten Folge von OneOut. Ich hoffe, euch gefällt das Format. Hashtag OneOut mit dem Item in die Kommentare. Wenn ihr oben rechts abstimmt, hat euch das Format gefallen bis jetzt oder nicht? Schreibt es in die Kommentare. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Wenn es euch gefallen hat, dann ja, haut rein und hab euch lieb. Ciao. I'm not holding back for anyone. Oh, baby.